Hallo, ihr Kryptorianer, hier ist euer Oliver wieder. Willkommen zurück, heute mit ein paar XRP-News, beziehungsweise dem Fall der SEC gegen Ripple. Dann noch einmal ein kleiner Hinweis, wohin die Reise geht, Richtung Zukunft, worauf wir uns fokussieren sollten. Und, naja, verbunden mit dem Hinweis, ich mache keine Finanz- oder Anlageberatung. Solltet ihr in Kryptos investieren wollen, bitte hört nicht auf mich. Recherchiert. Guckt euch das an, wohin geht die Reise, wofür ist Krypto da, welche Probleme werden durch welches Projekt gelöst. Nun, darum bin ich bei XRP, denn ich bin der Meinung, wie viele andere auch, dass Ripple mit XRP Ledger und dem XRP nativen Coin hier in der Zukunft auf dem neuen Finanzsystem eine gewaltige Rolle mitspielen wird. Okay, keine Finanz- oder Anlageberatung. Alle Links, die ich euch zeige, sind unten in der Videobeschreibung. Wenn euch gefällt, was ich tue, lasst ein Abo da, liked das Video und kommentiert. Setzt am besten die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und beginnen werde ich dieses Video jetzt mal mit einem kleinen Hinweis, wie schnell XRP läuft. Cross-Border Payments, Transaktionen. Nun, Link2 hat einen Post gebracht, der in Echtzeit zeigt, wie schnell das läuft. Und hier durchschnittliche Zahlungszeit Bitcoin und Ripple, sprich XRP Ledger. Da schalte ich jetzt mal auf Play und ich werde es während des Videos weiterlaufen lassen. So, und jetzt gucken wir erstmal, bitte ich an Ripple. 1, 2, 3, 4, 5. Bam! Zahlung angekommen, inklusive Messaging-System, allen drum und dran. Nun, ja, ich werde dann später nochmal drauf gucken. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, wie schnell Bitcoin ist. Das Video läuft. Und somit komme ich jetzt zu den ersten News. Und zwar ist eine Nachricht hier durch den Space geschossen, über den sehr, sehr viel diskutiert wurde und immer noch wird. Eleanor Terret hat Folgendes gepostet. Neu. Ein ehemaliger SEC-Anwalt, der die Behörde kürzlich verlassen hat, sagt mir, dass die SEC wahrscheinlich Berufung gegen das Urteil von Richterin Torres vom Juli 23 einlegen wird, und zwar im Bereich Programmatic Sales. Zum Teil, weil jeder dort drüben, also bei der SEC, wirklich glaubt, dass die Entscheidung falsch ist, dass sie kein gutes Urteil ist und angefochten werden sollte. Wir werden uns eingehend mit den Optionen der SEC befassen und mit dem, was wir sehen könnten, wenn wir uns der Berufungsfrist am 7. Oktober nähern. Jeremy Hogan hat darauf direkt reagiert und schrieb: Natürlich denken Sie, dass die Meinung falsch ist. Sie waren auf der Verliererseite. Worüber die SEC jetzt nachdenken sollte, ist, ob eine Berufung ihr Mandat des Anlegerschutzes und der Kapitalbildung fördert. Warum steht das nicht im Hintergrund? Ein weiterer Beweis dafür, dass die SEC den Faden verloren hat. Nun, Anders hat darauf geschrieben, ihr seht es sicher. Aber wir alle wissen, dass Anlegerschutz das Letzte ist, was Gary interessiert. Nun, das ist auch meine Meinung. Anders, oder beziehungsweise haben wir noch eine andere Reaktion, und da gehen wir in den Unterschied ein, was ist der Unterschied zwischen Sekundärmarkt und programmatischen Verkäufen. Denn da gibt es auch noch einige Unsicherheit. Aber es ist wichtig, das zu verstehen. Gehen wir mal rein. Wendy hat gepostet, wenn die SEC Berufung einlegt und Richterin Torres entscheidet, dass XRP ein Wertpapier auf dem Sekundärmarkt ist, könnte die Zukunft der Kryptoindustrie ernsthaft gefährdet sein. Nun, Fred Rispoli, Wendy, es ist nuanciert, aber die SEC hat bei den programmatischen Verkäufen und nicht bei den Sekundärverkäufen verloren. Es handelt sich um ähnliche Konzepte, die aber nicht identisch sind. Zweitverkäufe wurden von der Analyse des Richters ausdrücklich ausgeschlossen. Das bedeutet, dieser Secondary Market, das sind die Verkäufe an den Exchanges oder Dexes oder Exes, egal wo, wenn ich als Käufer, Erwerber eines Coins, Tokens, in dem Fall XRP, nicht weiß, wer sie verkauft hat. Dann haben wir eben deswegen auch, und dann sind wir bei den programmatischen Verkäufen. Da hat die SEC verloren. Aufpassen. Programmatische Verkäufe sind die, die Ripple an die
Börsen getätigt hat. Die Börsen wissen wohl, dass sie von Ripple verkaufen, aber die Börsen haben die nicht gekauft, um zu investieren. Die Börsen haben die praktisch nur weiterverkauft. Und dann sind wir dann bei den Sekundärmarktverkäufen. Darum war diese 2 Milliarden Dollar Forderung der SEC ja drin, weil die halt sehr viel an die Börsen vertickt haben. Es ging praktisch nie um Sekundärmarktverkäufe. Aber auch das hat Richterin Torres rausgehauen und einfach mal schlichtweg vernichtet. Und dann werde ich kurz politisch, denn das gehört jetzt mit zum Thema, was hier nicht ganz unwichtig ist. Also Sekundärmarkt programmatisch, alles klar, programmatisch, per Programm, Ripple, Börsen, Sekundärmarkt, Börsen, Retailer. Oder institutionelle, je nachdem, an wen sie verkaufen. Die Käufer wissen nicht von, okay. Dann gehen wir zu Zach Warmbrot. Maxine Waters in einem breit gefächerten Eleanor Mueller in der Frage und Antwort zu ihrer möglichen Priorität als Vorsitzende des Repräsentantenhauses für Finanzdienstleistungen heißt es. Krypto ist die Zukunft. Aha. Sie setzt sich für ein Stablecoin-Gesetz ein und will bei anderen Kryptogesetzen bei Null anfangen. Ha. So, also Maxine Waters, kennt ihr noch? Küsschenmund zu Sam Bankman Fried. Naja, auch völlig neben der Spur und plötzlich Fähnchen im Wind. Die merken wohl, dass kurz vor den Wahlen, dass das alles nicht so einfach ist, hier auf Krypto weiterhin so einzuschießen. Aber merken wir uns das bitte. Jake Chavinsky hat eben auf diesen Post von SEC reagiert. Das ist bei weitem das Positivste, was wir je von der Abgeordneten Waters über Krypto gehört haben. Die wahrscheinlich wieder Vorsitzende des Finanzdienstleistungsausschusses werden wird, wenn die Demokraten das Repräsentantenhaus zurückerobern. Die Demokraten können nicht gegen Krypto sein, wenn die Führung so redet. Unterschätzen sie nie, wie schnell sich die Dinge in Washington D.C. ändern können. Auch da muss man ihm recht geben. Aber diese Aussagen von diesen Politikern und auch die anderen Politiker, die zum Beispiel Gary Gensler gegrillt haben im Repräsentantenhaus diese Woche. Na, vorsichtig, immer schön langsam. Kamala Harris, wie gesagt, traue ich nicht weiter als Gary Gensler. Und da komme ich jetzt auf die Reaktion von John E. Deaton auf diesen Post von Eleanor Terrett über die Aussage des ehemaligen SEC-Anwalts. Als jemand, der die Ripple-Klage kennt, wenn man bedenkt, dass ich über 2,5 Jahre lang eine aktive Prozesspartei war und wenn man bedenkt, dass Richterin Torres meinen Amicus-Schriftsatz und die 3.800 eidesstaatlichen Erklärungen von XRP-Inhabern, die ich eingereicht habe, sowie meine Bemühungen als Amicus-Anwalt in der Library.com, lassen Sie mich dazu Stellung nehmen. Also der ist auch im Wahlkampf, ja, der will Elizabeth Warren rauskicken. Also da nochmal Hinweis auf, was er alles so. Na, aber hat er, unzweifelhaft. Im Ripple-Fall hat Richterin Torres nicht alle drei Faktoren des Howey-Tests angewendet. Einige Leute beschreiben den Howey-Test als Vier-Faktoren-Test, weil der dritte Faktor zweigleisig ist. Ich glaube nicht, dass ein Berufungsgericht entscheiden wird, dass Richterin Torres einen Fehler begangen hat, als sie den dritten Satz anwandte. Richterin Torres formulierte ihr Urteil sehr konkret. Die SEC stützte sich nicht auf Sachverständigenaussagen in Bezug auf XRP-Inhaber. Sie wurden sowieso ausgeschlossen. Aber die Richterin verließ sich jedoch auf die von mir eingereichten eidesstattlichen Erklärungen der XRP-Inhaber. Ein Berufungsgericht des Second Circuit könnte sagen, genau wie Richterin Torres einräumte, dass es ein Szenario geben könnte, in dem Sekundärverkäufe, habe ich gerade erklärt, das sind die Börse an Retailer, als Investitionsverträge eingestuft werden könnten, weil die Fakten alle Howey-Faktoren erfüllen. Aber im Fall von Ripple XRP genügen die präsentierten Fakten einfach nicht. So wird der Fall in der Berufung bestätigt. Hindert die SEC aber nicht daran, in anderen Fällen zu argumentieren, dass Sekundärverkäufe Investitionsverträge darstellen. Auch hier
immer wieder der Hinweis von mir, wir müssen diesen SEC versus Ripple Fall ein bisschen von allen anderen Kryptofällen ausschließen. Denn hier ging es eben um Ripple und XRP und die anderen Fälle, gerade die gegen die Börsen, das ist ein anderer Hut, denn die SEC greift jetzt eben die Börsen an. Und jetzt habe ich doch fast verpennt, hier nochmal drauf zu gucken, ob die Bitcoin-Transaktion schon fertig ist. Nein, läuft noch. Seht ihr das? Hier, also seit 3 Minuten. Dann können wir weiter mit dem Video machen. Wobei, hält es, glaube ich, an. Kann sein. Auf jeden Fall, naja, kackt der Hund kein Gummiball. Sorry dafür. Gehen wir wieder zurück zu den Themen, die wichtig sind. Lassen wir die Bitcoin-Transaktion einfach laufen. Gehen wir zurück zu Johnny Deaton. Schließlich entschied Richterin Torres, dass Sekundärverkäufe an Börsen den dritten Grundsatz von Howey nicht erfüllten. Und da alle Howey-Faktoren erfüllt sein müssen, bestehe für sie keine Notwendigkeit, den zweiten Grundsatz des gemeinsamen Unternehmens anzuwenden. Der gemeinsame Unternehmensfaktor war meiner Meinung nach der schwächste Teil des Verfahrens der SEC gegen Ripple. Selbst wenn der Second Circuit entscheidet, dass Richterin Torres einen Fehler bei der Anwendung des dritten Satzes begangen hat, gewinnt die SEC den Fall nicht. Der Fall wird an Richterin Torres zurückgegeben, damit sie den Grundsatz des gemeinsamen Unternehmens anwenden kann. Und sie würde wahrscheinlich entscheiden, dass die SEC kein gemeinsames Unternehmen begründet hat. Wenn das passieren würde, würde die SEC wieder verlieren und dann überall Berufung einlegen müssen. Es macht keinen Sinn, gegen dieses Urteil Berufung einzulegen. Naja, sollte Richterin Torres gegen Ripple entscheiden, könnte Ripple dann Berufung einlegen. Es macht keinen Sinn und wäre eine totale Verschwendung von Steuergeldern, gegen diese Entscheidung Berufung einzulegen. Weshalb jemand wie Gary Gensler dies dann entsprechend tun wird oder könnte. Nicht falsch verstehen. Gary Gensler, ich meine, schaut euch das mal an. Wie tickt der? Jeder von uns kennt solche Menschen. Er ist absolut konfliktscheu. Wenn er vor einem Kongress aussagt, versucht er auf gut Laune zu machen und tut immer die Herausforderung, wir haben ja miteinander gearbeitet und so, und lacht dann immer rein. Und sobald er dann Pfeffer kriegt, beginnt er zu stottern und zu zittern. Und das sind genau die Typen Menschen, die dir beim Weglaufen von hinten ein Messer in den Rücken jagen. Also philosophisch gesprochen. Der Mann ist 100 oder war bei Antritt 123 Millionen Dollar schwer. Wir können davon ausgehen, dass er jetzt noch ein bisschen schwerer geworden ist. Den interessiert nichts, was mit Geld zu tun hat. Diesen Mann interessiert einfach nur Macht und Kontrolle. Schaut ihn euch an. Es gibt genug Politiker, kann man anschauen, da weiß man, wie die ticken. Aber der ist einfach mal, meiner Meinung nach, ist ja alles meine persönliche Meinung, hinterhältig. Das ist einfach, der macht sich ja Freude draus. Sag ich euch, ganz einfach. Kommen wir mal zum Wesentlichen, wohin die Reise geht. Derivatemarkt. Und hier komme ich auf Smokey. Der hat nämlich am 12. Juli, bringe ich einmal Erinnerung, Folgendes gepostet. Ripple Partner, die ISDA, also die ISDA, neue Plattform, Common Domain Model, CDM, soll DLT-Technologie unterstützen bzw. anwenden. Die Industrie schaut auf DLT und einige Marktinfrastrukturen stehen kurz davor, Produktionssysteme durch diese Technologien zu ersetzen. Die ISDA ist derzeit führend bei der Etablierung eines Common Domain Model für Derivate. Und dazu auch ein kleiner Videoausschnitt von der Universität Berkeley. Zitat: Wenn Sie sich für Blockchain interessieren und wirklich Geld verdienen wollen, dann sollten Sie sich Derivate ansehen. Eine gute Erinnerung, wenn wir die Überschneidung von Krypto- und Derivatemarkt beobachten. Die Uhr tickt. Und hier ist ein Professor. This. If you're interested in blockchain and you want to make money, forget about sending money back to your uncle in France. This is where you should be thinking. This is the size of the entire economy of the world right here. GDP. This is the notional principle of all derivatives. Okay? This. Seht ihr das? Ich scroll mal hoch. Hier haben wir die
Hier, Stock Market, zweite Zeile. Und hier unten haben wir die alle Derivate. Man muss sich das angucken, um es zu verstehen, wie groß das alles wird. Es ist unglaublich. So, Leute, und dann Glückwunsch an Fett, der hat es auf The Crypto Basic geschafft. Mit folgendem Artikel. Experte sagt, dass die Einführung des Ripple Stablecoins sehr nahe ist, da die Mining-Aktivität zunimmt. Alle Links unten in der Videobeschreibung. Fett hat es beobachtet und sieht eben auch, dass das Mining weitergeht und dass der kurz vor Veröffentlichung ist. We're talking about weeks, not months. Brad Garlinghaus. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start ins Wochenende. Ich wünsche euch von Herzen, bleibt, werdet, seid gesund. Es ist das höchste Gut. Und wir sehen uns dann morgen im nächsten Video. Wahrscheinlich eher nicht morgen, aber Livestream. Ich hoffe, ich bin unterwegs. Ich hoffe, dass ich bis 18:30 Uhr pünktlich zurück bin und dann können wir durchstarten. Und ansonsten, hey, Leute, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns. Ciao, Freunde. How do I hold X1 to lead the new global digital payment system and they use XRP? In 2013, the Federal Reserve began looking for faster payments options. 2 years later, an action plan was born and a federal payments task force was created. It included one company focused on crypto, Ripple. In 2014, the World Bank and Better Than Cash Alliance, which includes the Bill and Melinda Gates Foundation, Clinton Global Initiative, and the governments of 32 countries, put out a report called The Opportunities of Digitizing Payments. 1 year later, the Better Than Cash Alliance featured one crypto company on their website, Ripple. Today, Better Than Cash Alliance and all other UN initiatives are focused on a single agenda, the Sustainable Development Goals for 2030. You can see the SDGs logo on Bill Gates' lapel, world-leading companies, the Better Than Cash Alliance website, and on the UN's official exchange, XChange. What crypto is XChange officially utilizing for their carbon credit solution? XRP. The world will move to a new international standard for exchanging electronic messages between financial institutions by 2025 called ISO 20022. Who was the first ISO 20022 member focused on distributed ledger technology? Ripple. Who's partnered with over 300 financial institutions including Bank of America, American Express, PNC, Santander, SBI, HSBC, Standard Chartered Bank, Bank of England, India, Singapore, Scotland, Australia, and Indonesia, the largest banks in Japan, Canada, Egypt, the Middle East, United Arab Emirates, Thailand, Morocco, Bhutan, South Korea, Brazil, and Latin America? Ripple. Who is a former employee overseeing the Federal Reserve? Ripple. A former employee overseeing the world's largest asset manager, BlackRock's Digital Asset Division? Ripple. Leading Australia's CBDC effort? Ripple. Who hired a former Treasury of the United States? Ripple. Two former Federal Reserve attorneys to their board? Ripple. Two former Clinton and Obama advisors? Former Minister of Defense and Economic of Germany, former business director at Swift, former Swift board member, former CFO of PayPal, former head of the DTCC, former chief business officer at Uber, former VP of Amazon, and former SEC chair on their legal team, Ripple, who's a member of the Digital Pound Foundation, Digital Dollar Project, Digital Euro Association, Mojaloop, IMF's high-level advisory board on FinTech, Hyperledger Blockchain Consortium, Open Payments Coalition, Faster Payments Council, Global Payments Steering Group, Cross-Border Working Group, International Association for Trusted Blockchain Applications, Crypto Climate Accord, University Blockchain Initiative, World Wide Web Consortium, and a featured partner of the World Economic Forum with three members of their team directly listed on the WF website, Ripple. Now, does Ripple and XRP sound like they're going to disappear, or do they sound like they're part of a much bigger plan? You decide.